Hilfe, ich glaube, ich bekomme einen Herzinfarkt. Fast 280.000 Menschen in Deutschland erleiden pro Jahr einen Herzinfarkt. Dabei verschließen sich die Blutgefäße im Herzen und der Herzmuskel kann nicht richtig arbeiten. Es kommt auf eine sehr schnelle Behandlung an. Deswegen erkläre ich euch heute in 90 Sekunden, worauf es ankommt. Wichtig ist es, einen Herzinfarkt früh genug zu erkennen. Typische Anzeichen sind Schmerzen im Brustkorb und besonders hinter dem Brustbein. Diese Schmerzen können ausstrahlen in die Arme, in die Schulterblätter, in den Hals und in den Kiefer. Bei Frauen und Männern gibt es unterschiedliche Anzeichen. Bei Frauen muss man auch noch darauf achten, haben sie Atemnot oder Übelkeit, Schwindel, aber auch Schmerzen im Oberbauch sind typische Anzeichen. Weitere Anzeichen sind ein extremes Engegefühl in der Brust oder ein brennendes Gefühl im Herzen. Außerdem kann sich die Gesichtsfarbe verändern, man wird sehr blass und es bildet sich Angstschweiß. 50% aller Herzinfarkte treten plötzlich auf. Bei der anderen Hälfte liegen schon vorher koronare Herzkrankheiten vor. Das bedeutet eine Verkalkung in den Blutgefäßen, wodurch der Herzmuskel nicht richtig arbeiten kann. Risikofaktoren, die einen Herzinfarkt begünstigen, sind zum Beispiel zu wenig Bewegung, hohes Alter, Diabetes, Übergewicht und hohe Cholesterinwerte, Bluthochdruck, aber auch Rauchen. Beachten sollte man außerdem, dass 15-20% aller Herzinfarkte sogar ohne Schmerzen auftreten. Was macht man denn jetzt nun bei einem Herzinfarkt? Als allererstes natürlich den Notarzt rufen. Bis der Notarzt eintritt, sollte man den Patienten aufrecht lagern, am besten an eine Wand anlehnen. Zu enge Kleidung sollte man ausziehen oder aufschneiden, falls es anders nicht geht. Außerdem sollte man den Patienten beruhigen und auf eine langsame Atmung achten. Besonders wichtig ist es natürlich, den Patienten auch nicht alleine zu lassen. Leider hört man immer wieder, dass auch junge Patienten von einem Herzinfarkt betroffen sind. Deswegen geht regelmäßig zum Arzt und lasst euch durchchecken. Falls ihr weitere Fragen habt, könnt ihr gerne auf uns zukommen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, gebt uns einen Daumen nach oben und abonniert unseren Kanal. Bis dann, ciao!